Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch die Looney Tunes. Ich gucke gerade, ob die Kamera läuft, sicher ist aber. Looney Tunes Collectors Edition aus den USA bzw. Kanada vor. Kam heute von Amazon Kanada an. Ja, die gab es dafür umgerechnet ca. 25 Euro im Angebot. Disc 1 hat auch deutschen Ton. Hier gibt es nur die Disc-Version. Also von daher ist das eine klare Steigerung. Da habe ich mir glatt die Box geholt. Ist einfach eine tolle Kindheitserinnerung. Hat bestimmt jeder von euch, der ungefähr, ich sag mal, um die 20 ist, gesehen in seiner Kindheit. Und ja, bevor ich mir diese Sparversion aus Deutschland, aus unserem deutschen Lande hole, habe ich nämlich lieber die Collector's Edition für 15 Euro mehr ungefähr. Und ja, die werde ich euch jetzt vorstellen. Ich hoffe, es gelingt mir. Kämpfen wir gerade noch so ein bisschen mit der Packung. So. Wir befreien das Ganze jetzt mal. Die SIP-Edition ist auch durchnummeriert, genialerweise. Das finde ich persönlich klasse. Und hier seht ihr die Box. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ja, Volume 1 von Teil 2 gab es nicht so eine klasse Edition leider, sonst hätte ich mir die auch noch demnächst geholt, aber ja, vielleicht hole ich mir trotzdem, aber zumindest hat die deutsche Version von Teil 2 ja immer 3 Discs, auch viele nicht mit deutschen Ton, die eigentlich schon mit deutschen Ton synchronisiert wurden, aber sei es drum, ich glaube nicht, dass das so schwer zu verstehen ist auf Englisch, die Gags sind auch so genial zu verstehen. Und ja, Englisch kann man ja auch so ein bisschen. Ich werde das Ganze jetzt auch nochmal von hinten zeigen, habe ich vergessen. So sieht's aus. Ja, wir werden jetzt mal sehen, dass wir das Ganze befreien. Jetzt kommt mal meine Hände. Ein bisschen fettig noch. So. Ich werde das Ding auch klar. So, jetzt haben wir nochmal den Gesamteindruck von vorne und das Backcover. Ja, das Ganze schimmert sehr stark, wie ihr vielleicht sehen könnt. Das ist mal hochwertig. Ich versuche es jetzt gerade zu öffnen. Ist sogar mit Magnetverschluss, muss ich euch noch dazu sagen. So, hier haben wir die ganze Box dann geöffnet. Das ist halt mit Bildern aus den von den Comics. So, ich werde nun mal alles nach und nach herausholen. Hier haben wir zuerst das Digibook, also mit den Discs. Ja, auch schon toll, dass ein Digibook ist. Gefällt mir viel besser als ein MRA. Digibooks mag ich allgemein sehr, sehr gerne, da sie meiner Meinung nach sehr wertig wirken. Und ja, nun kommen wir zu den Innensachen. Hier haben wir die Discs, Disc 1 und hier sind Disc 2 und 3. Hat auch einen Innendruck, das ist dann halt dieser Kreisel von den Looney Tunes. Ich versuche euch das Ganze mal zu zeigen. Ja, ist der Kreisel nur. Ja, wie so üblich haben wir dann auch einige Bilder mit Infos. Wir können das einigermaßen sehen. Und Infos zu den einzelnen Folgen sind dabei und alles. Ja, gefällt mir persönlich schon mal sehr, sehr gut. Nun werden wir sehen, was sich noch in der Box verbirgt. So, nun haben wir hier den tasmanischen Teufel, der für uns weitere Gimmicks bereithält. Hier haben wir das Zertifikat. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wo die Nummerierungsnummer steht. Da ist sie. Ich habe die Nummer 33.640 von 36.000. Ist nicht sehr hoch, ist ziemlich hoch, aber sei es drum. Ja, es fühlt sich auch sehr gut an. Es prägt das Warner-Logo. Hier haben wir dann
die Lithocard. So sieht's aus. Ja, von hinten. Nun haben wir das Magnetschild. Ist was, Doc? Ist ein Klassiker, der Spruch. Hat Kultstatus. Die Klebedinger hier haben sich gelöst. Ich hoffe, das soll so sein. Mal sehen. So. Ja, mehr ist da auch in dem Ding auch nicht drin. Jetzt werden wir sehen, was wir noch haben. Genau. Das Prunkstück der ganzen Sache. Ein Bugs Bunny Glas. Ja, das ist mal ein geiles Gimmick. Ich finde, die Box an sich ist genial. Für 25 Euro kann ich sie blind empfehlen. Gehört auch irgendwie in die Sammlung Looney Tunes, da es einfach große Trickfilm-Klassiker sind. So sieht das Ganze nochmal aus. Ich werde nochmal alles hinstellen. So, hier haben wir das Zertifikat. Ja, das war es auch schon mit der Vorstellung und des Unboxings dieser Collector's Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wird die Tage noch einiges aus Frankreich vorgestellt. Da habe ich zugeschlagen, wie gesagt. Und ja, bis dahin sage ich Ciao.